In Frankreich zum Beispiel sind Energy Drinks schon lange verboten, weil diese Getränke als gesundheitlich bedenklich eingestuft werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Jetzt stell dir mal vor, du bist so nachts auf der Autobahn, du hast noch so 3 Stunden vor dir, dir fallen schon langsam die Augen zu, du bist richtig, richtig müde, unkonzentriert, willst am liebsten schlafen, geh nur noch ins Bett. Doch das geht nicht, sonst ist die Folge ein Unfall. Und so greifst du zu den beliebten Energy Drinks. Der soll dich wach machen, der soll dich fit halten. Das Problem, in einem Energy Drink haben wir so viel Koffein wie in 2 Tassen Espresso. Das Koffein macht dich zwar wach, hat aber auch seine Schattenseiten. Als erstes wird der Puls hochgefahren, das Herz ist wie bekloppt am Pumpen, manche bekommen richtig Herzrasen. Es kann sogar außer Takt kommen und Herzrhythmusstörungen verursachen. So, dass es nicht jede Sekunde schlägt wie normal, sondern dass es auch mal so eine längere Pause macht. Bis sich der Herzschlag wieder reguliert, kann es ein bisschen dauern, da immer wieder was nachgekippt wird. In Frankreich zum Beispiel sind Energy Drinks schon lange verboten, weil diese Getränke als gesundheitlich bedenklich eingestuft werden. Aber was kann man tun, wenn man wieder eine lange Autofahrt vor sich hat? Es gibt Energy Drinks, die natürliche Inhaltsstoffe haben, also kein Taurin oder Zucker, sondern mit Vitaminen, Frucht- und Pflanzenextrakten. Ich war jetzt am Wochenende auf einem Seminar und genau dort hatte der Christiani, vielleicht kennt ihn jemand, er macht so Seminare zum Thema Storytelling und Marketing. Und da sehe ich auf dem Tisch einige dieser Energy Drinks, so silberfarben. Und dann fragte auch gleich jemand, was das ist. Ja, sagt er, Energy Drink ohne Zucker und ohne das Taurin. Einfach gesünder und eine tolle Alternative zu diesen Zuckerbomben. Cool, dachte ich, er achtet darauf, was er trinkt und einfach auch auf die Gesundheit. Eine andere Alternative ist Matcha-Tee. Das ist auch eine wunderbare Alternative zu Kaffee oder Energy-Drinks. Der Matcha-Tee enthält zwar Koffein, das Tolle dabei ist, der gelangt nicht direkt in den Blutkreislauf, sondern nach und nach. Und so hat man über einen langen Zeitraum nach und nach Energie, die dich wach macht. Das Positive, du wirst zusätzlich mit gesunden Inhaltsstoffen wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente versorgt. Ich verlinke dir mal diese beiden Produkte in der Infobox. Schreib mir mal unten in die Kommentare, was eure geheimen Wachmacher sind, was ihr so nehmt auf der Autobahn, wie es euch damit geht. Und ja, like das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, ciao.